Ahoi ihr Landratten und herzlich willkommen zurück zu Stranity. In der letzten Folge haben wir versucht, das neue Update kennenzulernen. Es gab jetzt mittlerweile schon das neue Update 0.15.H1, glaube ich. H1. Heißt, es wurden ein paar Bugs fixiert. Zum Beispiel hatten wir in der letzten Folge gesehen, dass Sachen doppelt spawnen, ne? Zum Beispiel die Truhen. Das soll jetzt nicht mehr so sein. Und so andere Kleinigkeiten. Aber wir waren ja immer noch auf der Suche nach einem Airtank. Airtank hieß das, ne? Schauen wir nochmal nach. Was ist das? Airtank, genau. Und somit geht die Reise natürlich weiter. Ich bin natürlich in der Zeit wieder auf unsere Insel gefahren, weil ich natürlich immer zwischenspeichern musste. Also fahren wir jetzt wieder los. Eine Lampe haben wir am Start. Heißt, die Dunkelheit kann uns gar nichts. Wir müssen einmal gucken, wie unser Wohlbefinden ist. Das sieht gut aus. Und dann springe ich einfach mal rauf. Rückwärtsgang einlegen. Ach, jetzt liegt die Insel hinter uns. Deswegen hat das einmal kurz geleckt. Viele Fische auf jeden Fall hier. Fahren wir mal rüber. Gucken, ob da ein paar Schiffe sind. Damit wir nach so einem blöden Airtank suchen können. Ich denke mal, das wird uns ein Weilchen in Anspruch nehmen. Heißt, in den kommenden rund 20 Minuten werden wir einen Airtank suchen. Keine Ahnung, wo sich diese befinden können. Die Frage ist ja auch, waren wir hier schon? Ich weiß es nicht mehr. Die Tür ist auf jeden Fall auf. Ich glaube, hier waren wir neulich, ne? Fahren wir einfach hier hoch. Fahren wir hier hoch. Und da ist ja auch schon ein Schiff hier. Schauen wir uns das Ganze mal an hier. Das Kleider geht's rein. Ich tauche mal einmal nochmal auf, um Luft zu holen. Da geht's hier doch nicht rein. Wo ist der Eingang? Hier, so. Aber es ist trotzdem noch Doppelkisten. Ich kann hier aber nichts sehen. Leider können wir nicht mehr so lange tauchen. Aber das macht uns erstmal aktuell gar nicht, so wie es aussieht. Aber wie ihr gesehen habt, spawnen trotzdem noch Doppelkisten. Irgendwie blöde. Aber wir nehmen mal Kurs auf diese Insel da hinten. Wow! Steht hier einfach ein Boot im Weg. Der Eingang. Alles klar, wir müssen von oben rein.
hier. Hier waren wir aber auch schon, wie man sieht, ist alles offen. Ansonsten ist hier aber auch nichts zu holen. Also wir tauchen mal ganz fix wieder auf. Ich hoffe, wir werden hier erfolgreicher sein. Kann ich nichts erkennen? Was haben wir denn hier? Ist hier irgendwo eine Kiste drauf? Sieht nicht so aus, ne? Ein Glück wird's wieder hell. Waren wir aber auch schon. Mal schauen uns mal trotzdem an. Vielleicht bevor es gespawnt in der Zeit. Wo ist das jetzt? Ach hier. Aber auch nichts drin, ne? Lampe können wir jetzt ausmachen. Nein, jetzt erstmal hier den Motor loslassen. So, und dann stecken wir die erstmal weg. Hier waren wir zwar auch schon, aber wir gucken trotzdem mal. Ja, okay. Crafted Eggs? Aha. Würde gerne hier oben rauf. Okay. Noch eine gecraftete Axt. Wusste gar nicht, dass sowas auch spawnt. Ist ja irgendwie. Ergibt ja nicht wirklich Sinn, oder? Fangen wir mal weiter.
wir doch mal langsam erfolgreich sein. Vielleicht gibt es auch gewisse Spawnpunkte für diesen Airtank, ich weiß nicht. Ich denke, hier ist nichts, oder? Fahren wir weiter. Vorne ist auch ein Boot. Ist oben aber keine Kiste drauf. Und hier waren wir auch noch nicht. Die Tür ist nämlich noch verschlossen. Also schauen wir uns das Ganze mal an. Okay. Gar nichts. Schön. Fahren wir hier einmal auf die Insel. Gucken wir da einfach mal um. Und wir müssen natürlich auf Schlangen aufpassen, die wir in der letzten Folge ja gesehen haben. Unser Wohlbefinden. Wir brauchen Wasser. Ja, okay. Nehmen wir mal das Messer zur Hand. Ich denke, diese Tanks, die werden nicht an Land spawnen. Hauen wir mal wieder ab. Gibt es nämlich rein gar nichts. Wenn man Abstecher zur nächsten Insel. Vielleicht hat der eine oder andere ja einen Tipp, wo das ist. Kannst du ja in die Kommentare schreiben. Wo finde ich so einen Airtank? So ein Wrack. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da nichts drin sein soll. Ich schau mal nach. Hm.
Brauchen wir aber nicht. Mehr ist ja auch nicht, oder? So ein Beiboot, aber nee. Nichts da, liebe Freunde. Kommen wir mal darüber. Mache ich schon wieder alles klein und bleibe Ende. Bisschen bezweifelt, wo so ein blöder Airtank sein könnte. Ich überhaupt keinen Plan. Keine Boote hier auf der Ecke. Ist nicht wirklich was. Das ist schon ein bisschen doof, ne? Schon irgendwo ein Hai angetrudelt, ich höre ihn schon. Das ist die Melodie. Na egal, liebe Freunde, ich werde auf jeden Fall ein bisschen Rast machen. Ich werde mir ein kleines Zelt bauen, damit ich erstmal zwischenspeichern kann. Und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao.